So, ein wunderschönen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal. Was ist eigentlich mit den Herausforderungen? Was sollten wir hier nochmal machen? Zerstöre drei Armkanonen. Den Schwachpunkt von Mankobi. Finanzierungsschlüssel. Okay. Was war jetzt hier? Warte mal. Was ist jetzt hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich Phase? Wir gehen erstmal da durch. Also hier waren wir doch schon, ne? Ja doch, hier waren wir schon, hier war ja die Automap. Arschloch. Ich höre da schon wieder was. Aha. Gut, dann aktivieren wir das nochmal. Und dann haben wir da oben noch eine gute deutsche D-Mark. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal geholt. Hol! Ah ne, halt! Ah, komm schon! Sehr gut. Gut, einmal darüber bitte. Hält. Ach komm. So. Hatte ich das nicht hier schon vorgelesen? Ja, BFG 10.000 hatte ich schon vorgelesen. Da war was. Wie schaut es eigentlich mit Waffen aus? Ich muss da auch nochmal gucken, es tut mir leid. Ich brauche erstmal genügend Waffenpunkte. Sonst kann ich überhaupt nicht weitermachen. Ja, das ist klar. Töte 5 Gegner 10 Mal mit einem einzigen Einsatz von mobiles Geschütz, ohne zu überhitzen. Alter! Ey, das kam gerade ein bisschen überraschend. Ich war gerade nicht ganz da. War hinter mir auch noch was? Aber ist nicht schlimm. Ich muss ja eh die Armkanonen zerstören für die Herausforderung. Komm, Alter. Muss das aber nicht nochmal machen, ne? Mit der Mark da. Sehr gut. Gut, also einmal überhitzen bitte, ja? Von mir aus. Ich ziehe das jetzt so durch. Ah, hinter mir war doch noch was. Gut. Dann haben wir das nämlich auch. Aua. Halt. Dann können wir zum mobilen Geschütz überwechseln. Na? Im Ernst, der Typ macht mir keine Angst. Soll er nur versuchen.
Kontrollkapsel wird die Energiequelle der BFG 10.000. Ich senke sie jetzt ab. Ich sage dir doch, Elf, hier! Du musst... deaktivieren. Wow. Mit einem Schuss. Zerstören. Sie sollten aufbrechen. Ja. Jo, alles klar. BFG 9000. Die BFG 9000 kann die meisten Dämonen mit einem einzigen Schuss töten. Drücke Maus 1, um einen gewaltigen Energieball abzufeuern, der tödliche Blitze erschafft, wenn er nahe Dämonen passiert. Die Notfallportale werden dich direkt zur Einrichtung auf der Marsoberfläche bringen. Okay. Alter. Alter Vater. BFG 9000. Die BFG 9000 ist und bleibt die mächtigste Waffe, die je von der USC entwickelt wurde und verschießt ein Projektil aus reinem strudelnden Argent-Plasma. Die Sphäre superheiße Energie bewegt sich wogend, während Argent-Blitze aus ihrer hervorschießen, die von organischem Material in der Nähe angezogen werden und dieses bei Kontakt umgehend von innen explodieren lässt. Dr. Samuel Hayden stationierte die Waffe jüngst auf Phobos, wo sie als Inspiration für die Entwicklung der BFG 10.000 Verteidigungsstation diente. Wird sie innerhalb des Vergrößerungsfeldes der Station installiert, kann die BFG in eine Reihe reaktiver Linsenringe abgefeuert werden. Diese Ringe pumpen einen konstanten Strom gasförmigen Agents durch den Lauf, das sich durch eine Reaktion mit elektrifiziertem Plasma entzündet und eine gewaltige Energiewelle erzeugt, die mächtig genug ist, die Oberfläche eines Planeten zu sprengen. Ja, Prost Mahlzeit, Alter. Was war jetzt hier neu? Achso, das ja. Alter Vater. Kranker Shit, Mann. Zeig mir mal bitte in meinem Arsenal meine Mods. Kann ich irgendwas haben? Nee. Wäre auch ein bisschen krank, ne? Wäre lustig, aber krank. Irgendwas hier vergessen eigentlich? Für nicht. Okay. Wow. Mit den Fluchtkapseln der Einrichtung solltest du zum Marskern gelangen. Doch von hier aus können wir sie nicht erreichen. Bin dezent beeindruckt. Ein ganz schönes krankes Loch. Ja, sehr geil gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bam. War wieder klar. Das liegt mir einfach nicht. Alter. Wieso springe ich denn da rüber, Mann? Komm doch. Geht doch. Jesus. Ja, macht Sinn. Bin so dumm, ne? Jetzt komm schon, warum nutze ich denn keinen Dash?
Ja, warte, lass mich erstmal hier ein bisschen luschern. Guck mal, da ist auch noch was. Wie komme ich denn von der anderen Seite, ja? Höllentotem in der Nähe. Moment, wir haben doch hier was. Wobei mehr auf einmal? Ich brauche erstmal die Muni. Ja, okay. Mobiles Geschütz Master. Aha! Aber das finde ich schon mal ein bisschen. Erfolgreich hinbekommen. Ja, okay. Aber so können wir das machen. Nicht überhitzen lassen, aber ich glaube, ich darf es auch nicht abklingen lassen. Ich zumindest der Meinung. Okay, wir wissen ja jetzt, wo das Höllentotem ist. So. Scheiße. So, 3 von 10. Ah, fuck. So war das gar nicht geplant. Egal. Das Ding ist so krank. Er verbraucht halt Muni wie Hulle, ne? Nee, gefällt mir echt gut. So. Irgendwas Schönes hier? Ja. Da ist eine Herausforderung. Unter uns. Halt! Ah, ihr habt's gesehen. Aha. So, was darf's denn sein? Oh, Junge. Wo denn? Okay, das war relativ easy. Bin ich zufrieden mit. Dann haben wir das auch. Müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie wieder zurückkommen. Ein Geheimnis wäre noch hinter uns. Aha. So, Prowler. Dankeschön. Oh, ganz schön lange zum Nachladen, oder?
Na gut. Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert. Das ist eine Waffe, kein Teleporter. Ja, umso besser, oder? Besuchen Sie Jessica. Oh, Glory Kill schneller ausführen. Oh ne, nee, warte mal. Oh ne, machen wir das mal. Heilung und nehmen Sie an der UAC sterblich gehandicapten Blutspendeaktion teil. Seien Sie großzügig. Geben Sie Ihr Blut. All Ihr Blut. Wow. Ja, machst du schon bemerkbar in der Luft. So, das war's jetzt wirklich hier, ja? Habe ich jetzt wirklich alles? Sieht schwer danach aus. Ja, dann schießen wir uns da mal hin, oder? Das Ionenkatapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht. Geiler Typ, Mann. Boah. Alter Vater. Dem macht auch nichts aus, ey. Kranker Typ, ey. Schnieke, 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 schnieke. So, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen was zu erforschen. Aha. Ich kann gerade nicht, wenn ich aufnehme. Versteckermodus Ansturm. Ja. Moment, jetzt bin ich offiziell verwirrt. Moment, also da. Ja, eigentlich bin ich hier richtig. Ja, doch, doch. Ja, aber... Aha, danke. Deutscher Mark! Ja. Was war das jetzt? Oh! Moment. Ja. Das kriege ich auch hin. Doom 64 Intro, geil, danke. Komme ich da auch wieder zurück?
ist denn das da alles hier? Bin ich jetzt oben? Geil. Ja, aber... Ich hole mir erstmal das da. Ich brauche echt Muni. Die sahen auch schon mal ein bisschen anders aus. Zombie-Kultist. Warte mal, der ist neu. Zombie... Kultist? Habe ich hier nicht einen neuen Eintrag? Hä? Irgendwie doch nicht. Warum auch immer. Na gut. Carcass. Carcass-Dämon. Zombie-Kultist. Hier ist nichts. Sehe ich nicht. Ist hier nicht dabei. Kein Plan. Alter, wo komme ich denn hier? Ach so, hier, warte mal. Hier ist doch... Ah. Oh, das extra Leben. Muni. Und hier komme ich wieder raus. Und dann komme ich hier wieder runter. Kann aber nochmal hier durch, weil ich ja nochmal das Ding hier machen muss. Ja, zeig mal her. Okay, das ging. Haben wir das auch. Okay, dann kann es jetzt wirklich weitergehen. Die abknallen? Was damit? Kann ich. Aha. Nee. Wir nehmen... Okay. Pam, pam. Ja. Normal, Mann. Okay. Ja, lass mich mal da durch. Aha. Ja, natürlich, ihr Spaten. Ich sehe euch doch. Kleine Drecksäcke, ey. Aber schieße ich nicht weit genug, oder was?
Geht doch. Komm mir nicht ran irgendwie. Boah. Und da kann ich auch nicht schießen? Geil. Was? Ja, genau. Am Arsch, Junge. Am Arsch. Sag mal. Oh. Okay, jetzt pass mal auf. Ich hab was vor mit euch. Krasser Typ, Mann. Okay. Der bumst ja richtig. Aber ich bumst doller. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Aufgepasst. Ja, so nicht. Erstmal. Möchte ich hier bitte einmal durch. BFG. Abstand. Wegbumsen. Junge! Danke! Okay, das war geil. Chip, 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 chip. Ja. Okay, I'm ready. Nein, ich bin noch nicht ready. Warte, 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 warte. Wie, das war schon? Really? Das den hat er auch noch nicht, so. Alter, die Mucke, Mann, der Bass. Alles krass. Oh, shit, Mann. So, Secrets hier da oben ist ein... extra Leben. Rennt das so ein bisschen Rüstung und so. Ja, genau. Aber noch so. Oh Gott. Help. Wo kommst du runter?
Komm zu mir. Ah ja. Wo bist du denn jetzt, Mann? Sag mal. Hä? Ist er runtergefallen? Ist er weg? Ja, anscheinend. Blick ich zwar nicht so ganz, aber okay. Nee, halt. Wo ist... Da. Wie viele sind das? Zu wenige. Ja, ich muss gleich nochmal zurück. Ich habe das Gefühl, ich habe da jede Menge vergessen. Ja, tschüss, Muni. Ja. Möchte da gerne noch irgendwie zurück, wenn das möglich ist. Was ist denn hier? Mit Treibstoff. Ach komm. Really? Ah, schade, zu spät. Falsche Reihenfolge. Momo. Ja, ohne Scheiß, gibt's jetzt irgendwie wirklich keinen Weg zurück, oder was ist, was soll der Kram? Kann ja nicht sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt gar nicht mehr zurück darf. Würde ich ein bisschen scheiße finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, die haben da... Wow. Ja. Geht doch. Krabbeln wir hier wieder. Boah, ja. Her damit. Dann darüber. Ah, ich sehe es schon, ich war blind. Nimm doch einfach hier die komischen Wände hier. Okay. Dann können wir nämlich hier... Moment, ich muss mir das mal kurz anschauen. Ja, ich weiß, dass das jetzt gerade ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Tut mir ein bisschen leid. Ah ja, klar, hier. Von hier aus macht Sinn. Ah ja. Okay, dann haben wir den Kack jetzt hier. Upsala. Ach komm. Aha, nee, ich hab's gesehen. Aber so komme ich da nicht hoch. Zwar.
Und hier. Ja, das war ganz cool. Aber die Muni kriege ich trotzdem nicht dadurch. Okay, dann kommen wir jetzt hier rüber. Nice. Gut. Halt! Her damit. Und jetzt können wir rüber. Oh, wow, 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 wow. Was ist denn, wenn wir... Ah, nee, so geht das nicht. Da haben wir eine unsichtbare Wand. Sehr schade. Oh, wow, 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 wow. Okay, ja. Rüstung? Schön. Oder komme ich da doch durch und ich habe mir das gerade eingebildet? Okay. Never mind. Nein! Kleine Rotzdinger, Alter. Okay, schon down. Komm schon. Oh Gott, fast vergessen. Die gehen mir auf den Sack, ey. Na, auch nicht? Hier vielleicht? Okay. Hier alles abgeklappert. So, und... da ist der Slayer-Schlüssel, da oben. Wie kommen wir da... hin? So gar nicht, ne? Aha. Oh, sehr geil. Aha. Das wollte ich sehen. Gut, Leute, ich würde sagen, ein wunderbarer Cliffhanger. Wir machen jetzt an der Stelle Feierabend. Ja, wir schauen uns beim nächsten Mal dieses wunderschöne Slayer-Portal an. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, was da auf uns wartet. Ja, ich hoffe, ihr natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wäre, Let's Play Doom Eternal. Haut rein, bis dann und ciao.